zum Einstieg was erzählst, so generell. Was toll wäre, ich kann dann aber auch nochmal, also ich werde eh nachfragen, so bestimmte Ereignisse, also wenn du dich an bestimmte Treffen erinnerst oder bestimmte Auseinandersetzungen oder so bestimmte Richtungsentscheidungen, die ihr da jeweils hattet. Und dann frage ich aber auch nach. So. Und dann sagen, dass wir so in die Gegenwart gehen und dann würde ich am Schluss eben, wie gesagt, mal so allgemein die Perspektive von jetzt. Das war um 68 herum auch für mich eine völlig aufregende Zeit. Wir haben im SDS über unser Leben, über die Gesellschaft, über die Vergangenheit und über die politische Entwicklung der Bundesrepublik diskutiert und zum ersten Mal uns beschäftigt mit Klassenkampftheorien, mit Marx und Lenin beschäftigt. Und haben voller Aufregung gedacht, also ja, wenn man ein bisschen Geduld hat, würde das wohl 10 Jahre dauern, bis wir zu einer sozialistischen Revolution kommen würden. Also unsere Diskussions- und Schulungsarbeit innerhalb des SDS, die kreiste natürlich dann um die Frage, wie ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderung so anzustreben, dass man zu einer anderen Produktionsweise kommt, wo die Produktion nicht mehr ausgerichtet darauf ist, möglichst schnell aus Geld noch mehr Geld zu machen, sondern eine Produktion ist, die abgesprochen auf die Befriedigung der Bedürfnisse, auf die Lage der Masse der Menschen eingerichtet ist. Wir hatten von daher die Vorstellung, dass der bürgerliche Staat eben dazu dient, die jetzige Produktionsweise zu organisieren. Und dass man aber zur Veränderung und zur Einrichtung einer ganz anderen Form, wie man arbeitet, was man erarbeitet, wie das verteilt wird, dass es da nötig ist, den Unternehmern die Fabriken wegzunehmen und die in die Hand eben derjenigen Menschen zu bekommen, die innerhalb der die Produktion am Laufen halten. Also mit diesem Begriff von Arbeiterschaft, Arbeiterklasse, gehörte ich zu denen, die sich dann damals von der Uni gelöst haben, die gesagt haben, das ist das Feld, wo wir eine gesellschaftliche Veränderung in diesem Sinne nicht erreichen können. Wir müssen versuchen, Mehrheiten unter den mit dem Kapital unmittelbar konfrontierten Leuten zu bekommen, und zwar dann auch mit Menschen, die eine andere Produktionsweise in ihre Regie nehmen wollen und können. Das war speziell dann hier im Ruhrgebiet naheliegend, dass wir im SDS die Betriebsgruppe 1 und 2 da aufgebaut haben, die vor die Betriebe ging. Ich gehörte zu dieser Betriebsgruppe 2, die sich mit der Lage der Jugendlichen, der Lehrlinge beschäftigt hat. Und da hatten wir auch im Bochumer Umfeld schon Zulauf von jungen Kollegen, die bei uns mitgemacht haben. Und ich gehörte auch zu denen, die dann so ein Parteiaufbruchprojekt da mitgemacht haben und habe dann nach kurzer Zeit im Betrieb gemerkt, dass da die Vorstellungen sehr phrasenhaft und sehr naiv waren, die aus diesem Parteiumfeld kamen, und gehörte zu denen, die dann innerhalb der ersten 2 Jahre meiner Betriebsarbeit mehr Kritiken geschrieben haben an dem, was da an Parteikonzeptionen verbreitet wurde und was wir im Betrieb umsetzen sollten. Und habe dann also früh für mich Abschied genommen von diesen ML-Gruppierungen und Zirkeln. Im Betrieb selber, wir haben natürlich erfahren, dass es ähnliche Arbeit, Aufbauarbeiten und Versuche, Gruppen zu bilden, auch in anderen Betrieben gab. Da hatten wir auch bundesweit viel Kontakt und sind viel rumgekommen. Aber wir mussten uns erstmal unsere eigene Minderheitsposition bewusst werden und auch der Schwierigkeiten, die da auf uns zukamen, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Also das war nicht nur die Auseinandersetzung mit dem einzelnen Unternehmer, sondern die knallharte, hasserfüllte Auseinandersetzung mit denen, die wir in ihrer Vorstellung von
Vertretung der Belegschaften gestört haben. Das waren die Mehrheit der Betriebsräte, das war die Gewerkschaftsbürokratie, die sich ungeheuer provoziert fühlte und oft und eindeutig mit dem Unternehmer zusammengearbeitet hat, um uns kaputt zu machen und unsere Arbeit. Als ich das erste Mal Betriebsrat wurde, sagte ein älterer Kollege zu mir, ihr holt euch hier noch blutige Füße. Ich habe darüber gelacht und habe erst später begriffen, dass das so ist.